Los Angeles. Rettungskräfte haben sich am Montag bemüht, bis zu 34 Menschen zu erreichen, die vor der kalifornischen Küste unter dem Deck eines brennenden kommerziellen Tauchboots gefangen sind. Viele wurden für tot befürchtet. Feuerwehrmänner kamen nahe der Insel Santa Cruz zusammen, aber das Feuer und die starke Hitze verhinderten, dass sie den Rumpf des 23 Meter langen Schiffes durchbrachen, um zu sehen, ob es Überlebende gab, sagten sie. Derzeit sind mir keine Überlebenden bekannt, sagte Aaron Bemis, Petty Officer der Küstenwache, gegenüber CNN und fügte hinzu, es sei zu früh, um die Verluste zu bestätigen. Laut Bemis brach das Feuer gegen 3.15 Uhr Ortszeit, 1015 GMT, aus, als sich die Passagiere in einem Schlafbereich unter Deck befanden. Laut Bemis schafften es 5 Besatzungsmitglieder, die sich in einer Kabine über Deck befanden, vom Boot. Aber diejenigen unter Deck, von denen er sagte, dass sie der Nummer 34 gemeldet wurden, waren nicht berücksichtigt worden. Das Feuer war so heftig, dass wir das Schiff auch nach dem Löschen nicht einschiffen können und zu diesem Zeitpunkt nach Überlebenden suchen. Es dauert noch an, sagte er. Er sagte, das Feuer sei mehrmals gelöscht worden, aber wieder aufgeflammt. Anscheinend wegen der Menge an Treibstoff im Schiff. Bill Nash, ein Sprecher von Ventura County, sagte CNN, dass viele Menschen fürchteten, tot zu sein. Es ist ein großes Boot, und wir wissen, dass wir zahlreiche Tote haben. Ich habe keine genaue Zahl, sagte Nash.